Zunächst einmal möchte ich dem Kommissar zustimmen, dass in der Tat wir noch nicht am Ende sind. Jetzt geht es darum, die Umsetzung in Angriff zu nehmen. Und ein Grund, weshalb wir vom Parlament und auch vom Rat relativ knappe Termine gefordert haben, ist eben, um sicherzustellen, dass wir mit der Umsetzung tatsächlich nicht zu lange warten, sondern Schritt halten. Denn wir stellen ja fest, dass die Märkte sich galoppierend schnell verändern. Und wenn wir immer hinterherhinken, dann erreichen wir unsere Ziele nicht oder nur zum Teil. Ich glaube, die Diskussion heute hat gezeigt, dass wir parteiübergreifend eine breite Zustimmung zu dem haben, was hier als Kompromiss ausgehandelt worden ist. Ich akzeptiere, dass Astrid Lulling hier zum Teil eine etwas andere Sicht der Dinge hat. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Zukunft zeigen wird, dass Ihre Sorge, dass vielleicht der Finanzplatz Luxemburg als einer der zentralen Investmentfondspunkte in Europa Schaden nehmen könnte, dass sich diese Befürchtung nicht bestätigen wird und dass im Gegenteil diese neue UCITS-Direktive Chancen bietet, auch für diesen Finanzplatz. Pervenche Berès hat völlig recht. Es geht darum, hier tatsächlich endlich auch für die Investmentfondsbranche den Binnenmarkt zu schaffen. Diese Branche ist ein Beispiel dafür, dass wir vom Binnenmarkt sprechen, es in vielen Fällen aber noch nicht haben. Das ist entscheidend. Und dass das zu einer sehr neuen und sehr anspruchsvollen Zusammenarbeit auch der Aufsichtsorgane führen wird, ist unbestritten. Aber das müssen wir ohnehin bewältigen. Die Aufsichtsorgane müssen auch in anderen Bereichen sehr viel enger, vertrauensvoller und konstruktiver zusammenarbeiten als bisher. Und wenn die UCITS-Direktive einen sanften Druck ausübt darauf, dass dieses passiert, dann kann ich nur sagen, umso besser. Die Level-2-Maßnahmen, die der Kommissar angesprochen hat, sind zahlreich und müssen in kurzer Zeit bewältigt werden. Das stimmt. Aber ich glaube, wir haben alle ein Interesse, dass es passiert. Damit ist es aber nicht getan. Auch die Industrie selber muss noch die eine oder andere Hausarbeit machen. Die Kommission hat bewusst und wir auch vom Parlament bewusst darauf verzichtet, das Thema Fondsabwicklung, Fund Processing, überhaupt anzusprechen, weil wir darauf bauen, dass die Industrie zu ihrem Wort steht, diese Frage selber in eigener Regie ohne legislativen Druck zu bewerkstelligen. Sie arbeitet schon seit geraumer Zeit daran und noch haben wir nichts Konkretes auf dem Tisch. Ich hoffe, dass das bald der Fall sein wird, denn sonst sehen wir uns hier gezwungen, in absehbarer Zeit auch wiederum tätig zu werden. Ich möchte zum Schluss nicht nur der Kommission, sondern auch vor allem dem Rat danken für die Zusammenarbeit und für die aktive Unterstützung und allen Vertretern der anderen Parteien, speziell Pervenche Berès, Donata Gottardi, Jean-Paul Gauzès, aber auch Astrid Lulling, die streitbar, wie sie sich heute wieder gezeigt hat, ihre Interessen vertreten hat, aber durchaus bereit war, auch dort, wo wir Kompromisse finden konnten, diese mitzutragen. Herzlichen Dank.